Willkommen zu Part 74 von Let's Play Splatoon, auch diesmal wieder nicht online, sondern wir sind bei den Amiibo-Herausforderungen und zwar in Welt 2 mit der Konzentratorwaffe. Weiter geht's mit Level 5, Schwamm drüber. Dafür bekommen wir sogar schon 900 Goldmünzen. Da kann ich nur eins sagen. Wow! Hier oben mein Gamepad, das ist ein bisschen leer, aber ist überhaupt kein Problem. Also, die Schwämme, was soll ich zu denen sagen? Ich mag die nicht so ganz, ehrlich gesagt, aber es ist natürlich weiterhin eine gute Idee und von daher überhaupt kein Problem. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Und auch nicht getroffen, nice. Naja, die Sniperwaffen. Die kommen ja mehr oder weniger gut mit denen zurecht. Habe ich im letzten Part schon drüber geredet, aber auf jeden Fall bin ich damit so gut, dass ich auf jeden Fall was reißen werde hier. Auch wenn es gerade nicht so aussah. Okay. Machen wir das und machen wir das und dann kommen wir doch ganz locker nach hier oben. Die Level sind jetzt übrigens, naja, blind will ich nicht sagen, ich habe es ja alle schon mal gespielt. Aber die sind jetzt nicht mehr so gut im Gedächtnis wie im letzten Part, weil ich die Level aus dem letzten Part erst gespielt habe und die hier schon ein bisschen länger nicht mehr. Sage mal. Okay. Gut, gut. Ich habe jetzt bloß ein Problem. Ich weiß nicht direkt, was ich hier jetzt erzählen soll. Vielleicht könnt ihr mir da mal ein paar Themen in die Kommentare schreiben, über die ihr gerne meine Meinung hören wollt oder irgend sowas, weil hier bei diesen Sachen bietet es sich ehrlich gesagt an, sowas zu machen, weil hier, wie gesagt, eigentlich nichts gibt, was in irgendeiner Weise, naja, interessant ist, worüber ich reden könnte. Naja. Was soll's, wir schauen erstmal, wie wir uns hier schlagen werden. Hier unten die, das sind ein paar Opfer. Der auch. Und dann können wir ganz locker hier weitergehen. Oh. Oder auch doch nicht. Oh. Hier unten drunter ist, glaube ich, sogar die Forschungsinformation, ja. Tatsächlich, da muss man das nochmal abschießen lassen, falls man es schon mal getroffen hat. Aber naja, das brauchen wir jetzt nicht, von daher. Normalerweise hätte ich mich wahrscheinlich schon geärgert. Aber das ist jetzt vollkommen egal. Kriege ich den schon? Ja. Und die auch am besten. Genau, da kann ich die schon alle wegmachen. Damit die mich hier nicht stören. Das ist nämlich immer das Hauptproblem bei mir, bei diesen hässlichen Schwämmen. Dass da immer die Gegner kommen. Ich bin da schon so oft dran gestorben. Oh, nice. Da ist ja ein, also eine komische Kanone hier. Ihn kriege ich nicht weg, aber dafür habe ich ja hier diese Sachen. Diese Torpedos hier. Damit mache ich ja mal die ganzen Schwämme auf und dann sind wir auch schon am Ziel des ersten Levels. Was natürlich ziemlich geil ist, ne? Okay, Schwamm drüber ist geschafft und die 900 Gold gehören uns. Als nächstes müssen dann natürlich 1000 kommen und irgendwann lohnt es sich dann tatsächlich. Da ist es dann wahrscheinlich sogar besser, dass man hier mal spielt, oder es ist eigentlich wahrscheinlich jetzt schon besser, wenn man hier mal so eine kurze Mission spielt, als wenn man jetzt, naja, im Online spielt, eben wenn man so gut spielt wie ich. Und im letzten Part hatte ich auch erwähnt, dass Splatoon 2 neue Maps bekommt. Es kann natürlich sein, dass die jetzt schon da sind, wenn ich hier spiele. Und da ist dieser Level hier 1A geschaffen, um das diesen einen zu erklären, weil nun ja, hier sind diese Elemente, die dann in der Online-Map vorkommen, die sind hier. Und zwar diese Dinger da. Das hier. Okay, hier geht es nicht weiter nach oben. Auch nice. Hier ist aber ein Checkpoint. Ich weiß gar nicht. Ist das hier das...
Nein. Okay, die snipern mal alle weg, schön. Sollten natürlich dann auch mal aus dem Weg gehen irgendwann. Ist die Plattform gerettet, mein Guter. So, jetzt schleichen wir eben hier drauf. So. Brauchen wir eigentlich gar nicht, aber ist egal. Da oben sind noch ein paar nette Freunde von uns. Das ist natürlich überhaupt kein Problem. Wow, 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 wow. Wow. Okay, das war nicht richtig aufgeladen. Das war tatsächlich schon grenzwertig. Aber ich möchte meinen ersten Tod hier eigentlich noch ein bisschen herauszögern, muss ich ehrlich sagen. Das möchte ich noch nicht gleich. Ich bin tatsächlich im letzten Part nicht gestorben. Wäre auch irgendwo peinlich gewesen, glaube ich. Weil selbst mit einer Konzentratorwaffe sind diese Level hier absolut lächerlich. Aber wahrscheinlich hätte ich das jetzt nicht sagen sollen, weil ich jetzt eh wieder sterbe gleich. Okay. Wenigstens das hat erstmal geklappt. Da bin ich schon mal zufrieden. Und auch das hier sollte auf jeden Fall wieder möglich sein. Dich da hinten bekomme ich wahrscheinlich nicht, doch. Okay. Gut, da bin ich glaube ich tatsächlich auch im normalen Singleplayer-Modus gestorben. An dieser Stelle. Weil ich das damals noch nicht so gut beherrscht habe, dieses Spiel. Gut. Einige könnten das jetzt auch von mir sagen. Aber macht natürlich keiner, weil ihr alle nette Menschen seid, ne? So. Dann gehen wir hier eben auch noch hoch. Oh, geh hoch, sagte ich. Nicht, dass ich dann auch noch sterbe. Der andere ist nicht gestorben, leider. Das war nice. Da mache ich eben alles voll mit Tinte und dann gehen wir hier eben hoch und können da unsere Tinte aufladen und alles ist gut. Genau so sieht das nämlich aus. Okay. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Das freut mich doch. Das ist schön. Ah, vom zweiten Boss, ich weiß nicht, da habe ich auch ein bisschen Respekt vor auf jeden Fall. Weil, das war ja glaube ich der Octo-Kicker. Und der hatte schon einige Sachen drauf, muss ich sagen. Bin tatsächlich mal gespannt, wie ich das hinbekommen werde. Streichbürstenstreich. Ja, ja, den Level, den habe ich auch noch im Sinn. Auf jeden Fall. Ich meine, es gibt ja immer verschiedene Variationen von diesen einzelnen Leveln. Aber genau das habe ich noch im Sinn. Okay. Wir warten mal eben, bis sie ganz da drüben ist. Holen uns noch hier die einzelnen Ballons, knallen den Typen ab und gehen richtig locker easy hier einfach mal weiter. Durch diese Tintenstränge hier, ich weiß gar nicht mal, wie die richtig hießen. Keine Ahnung. Okay, da haben wir einen Ausrüstungsgegenstand, ist natürlich nice. Okay, das ist dann schon schwieriger. Aber dürfte ich auch gerade so noch hinkriegen. Nein, nein, noch ist alles in Ordnung, würde ich sagen. Oh! Das habe ich nicht erwartet. Aber ist egal. Hier schwimmen wir am besten auf der Seite hoch und gehen dann auch hier mit den Tintensträngen weiter. Bitte entschuldigt, ich habe gerade echt keine Ahnung, wie die wirklich heißen. Irgendwie, es war irgendwas mit Tinten, keine Ahnung was, aber ich weiß es einfach nicht mehr. Es ist schon zu lange her. Okay, hier gehen wir kurz weiter. Die erledigen wir wieder ganz locker. War das die Forschungsinformation? Ne, die ist hier unten, ne? Habe ich recht? Ja. Da war die Forschungsinformation. Also falls jemand dieses Let's Play hier, also diese Parts hier als erstes schaut,
der kann theoretisch auch die 100% hier erfahren. Wohin weiter? Da, okay. Da ist aber erstmal so jemand und so jemand. Hier will ich gar nicht wieder hoch, von daher ist es mir egal, was hier gerade passiert. Der Typ, der gerade darunter ist, der geht mir auch sonst wo vorbei. Das Ding kommt nicht hier rüber, deswegen gehen wir gleich weiter. Wir haben es dabei auch schon fast geschafft. Und hier hinten ist der Eingang, okay. Mich gerade schon gewundert. Fall ich hier runter? Nee. Kann ich nicht runterfallen. Okay, für den einen Punkt war es mir wert. Okay, das ist natürlich schlecht, dass die hier sind, aber wir haben es ja tatsächlich schon gerade. Okay, der ist schon mal tot. Und der auch. Gut. Dann haben wir auch diesen Level erfolgreich abgeschlossen und gehen nachher drüben. Immer noch ohne Tod. Aber ich denke, beim Octokicker wird es jetzt tatsächlich schwer. Ja, dann schauen wir uns das mal an. Ich bin gespannt. Und wir sind auch bei guten 12 Minuten. Ich meine, für 3 Level ist das ja gar nicht so schlecht. Wenn wir hier weiterhin so durchrennen, möchte ich schon fast sagen, dann bin ich da auf jeden Fall zufrieden. Der Octokicker. Und wir bekommen da so eine komische Jacke da. Ich glaube, die ist auch 2 Sterne wert. Also hat auch 2 Sterne, aber da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich weiß es nicht. Allerdings mache ich jetzt mal kurz einen Cut, weil ich mein Gamepad anstecken muss. Okay, da geht das weiter. Auf zum Octokicker. Kann ich ihn schon an... Ja, lol. Kann ihn einfach schon einfärben. Bringt mir aber nicht viel. Okay, die Sequenz kennen wir jetzt auch schon. Das war's schon. Das war's tatsächlich schon, das erste Leben. Wir können direkt hier hoch und ihn schon verletzen. Das ging auf jeden Fall schnell, würde ich sagen. Warum kann man das nicht? Wow. Wow. Alter. Wow, nochmal, Alter. Okay, da haben wir es schon wieder. Und gehen auch wieder nach oben, wenn er es machen würde. Ja. Ich habe es nicht richtig hingekriegt, nice. Okay, bleibt er wieder bei mir stehen mit dieser Seite? Ja, dann färbe ich nochmal kurz so ein. Und gehe hoch und hau ihm die gelbe Tinte um die Ohren. Boah, Alter, sieht's hier aus, ey. Und auch hier überspringen wir wieder. Okay, schnell weiter. Und auch da wieder. Und da ist er wieder down. Und wir gehen nicht nach oben, weil er es nicht gepackt hat. Wow, 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 wow. Und jetzt haben wir es doch gepackt. Okay, das ging jetzt schneller als erwartet und zwar auch einfacher als erwartet. Von daher schieben wir auch in diesem Part natürlich wieder einen Revierkampf ein. Ja, das lief auf jeden Fall gut bis jetzt. Immer noch kein Death und ich hoffe, das geht auch im nächsten Part so weiter. Aber im Online-Modus werde ich wahrscheinlich schon sterben. Was soll's. Ich glaube, ich nehme tatsächlich mal eine andere Waffe, als ich normalerweise nehme. Weil man oft unterschätzt wird, beziehungsweise als, ja, als Low-Level wird man schon oft unterschätzt, wenn man mit dem Junior-Kleckser auftritt. Aber der ist eigentlich gar nicht so schlecht. Deswegen präsentiere ich euch jetzt einfach mal ein bisschen Gameplay mit dem. Los geht's, der Kampf. Wir spielen auf dem Koffer für Schlager. Ja, ich habe auf jeden Fall schon mal einen neuen Account erstellt und mit diesem habe ich dann mal tatsächlich mit dem Junior Kleckser richtig, richtig aufgeräumt einfach. Da hatte ich, glaube ich, mal ein höchstes irgendwas 1600 Punkte und eine KD von 12.0. Ja, ist auf jeden Fall erstmal nicht schlecht, wenn man es jetzt so nimmt, ne?
Wow, 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 Alter, da gehen die schon richtig ab hier. Wo ist er denn? Wow. Das war tatsächlich kein schlechter Move von ihm. Ich hab's versucht, aber ich hab's leider nicht hingekriegt. Da rastet einer komplett aus. Kommen allerdings nicht ganz bis zu mir hier hin. Ich versuche hier wieder einzufärben. Und bin auch bis jetzt noch nicht gestorben, habe aber auch noch niemanden umgebracht. Ah, schade. Gut, das hat sich jetzt erledigt. Ich habe gedacht, ich krieg den besser und ich wusste natürlich auch nicht, was für eine Waffe er hat. Das war ein bisschen unklug jetzt. Es war ein bisschen unklug. War ein bisschen zu überhastet, würde ich jetzt mal behaupten. Aber, naja, gut, 200 Punkte sind jetzt auch noch nicht toll. Alter. Was gehen die denn so ab hier? Wow. Naja, bis jetzt passt's ja. Okay, der hat's irgendwie versucht. Hat's aber nicht hinbekommen. Wow. Das war tatsächlich knapp. Natürlich campt er da in der Ecke, ist ganz logisch. Gut, hätte ich mir auch in irgendeiner Weise denken können, weil... Nun ja, er war ja dort, ich hab's ja gesehen. Bis jetzt läuft's auf jeden Fall richtig gut mit dem Teil. Ne, also, KD bis jetzt 0-2. Ach komm, warum kann der den denn nicht abhalten? Das ist doch lächerlich. Der muss den doch so richtig easy abhalten können. Ah. Na, damit kommen sie sich auch cool vor mit dem Kackding. Wow, 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 ich muss aufpassen, Alter. Die sehen uns, die sehen uns. Da rastet wieder einer komplett aus. Sogar hier auf der Seite. Wow, Alter, er kann mich doch gar nicht getroffen haben, wenn ich hinter der Ecke stehe, wieder mal. Sowas verstehe ich immer nicht. Ich weiß nicht, was da abgeht, ehrlich. Wenn ich hinter der Ecke stehe und die bringen mich trotzdem um. So, komm, du Kleiner. Ich versuche mein Bestes, hier noch irgendwas wiederzuholen. Um nicht nochmal zu sterben. Aber es hat leider nicht geklappt. Ja, richtig beste Runde in my life, würde ich sagen. Geil. Und vor allem auch beste KD. 04, herzlichen Glückwunsch. Ja, richtig gut. Ich hätte eigentlich gedacht, dass sie jetzt mit ja, höher gewinnen. Wen habe ich denn umgebracht? Hab ich vorhin tatsächlich einen umgebracht. Egal. 500 Punkte ist ganz in Ordnung, aber 1-4 ist absolut nicht vertretbar. Wir machen noch einen Kampf. Ich muss ja jetzt irgendwie meine Ehre wiederherstellen, auch wenn ich glaube, dass das nichts wird, aber probieren kann ich es auf jeden Fall. Vielleicht einfach mal ein bisschen logischer denken. Ja, wir haben einen Disperser im Gegnerteam, das ist schlecht für mich, weil meine Waffe jetzt auch nicht unbedingt nice die beste Reichweite hat. Da muss ich bei der Waffe echt aufpassen, dass ich nicht in dem seine Reichweite komme. War jetzt auch perfektes Deutsch. Aber gut. Hier unten war schon jemand, aber ich versuche trotzdem mal erstmal hier einzufärben. Ich weiß aber auch nicht, kann schon sein, dass der jetzt noch hier irgendwo ist. Ich hab dich schon gesehen, mein Guter. Ah, schade, der Sniper hatte mich, oder? Nee, doch er. Ach Gott, das wäre schön, die haben gar keinen Sniper, ne? Ich habe da gerade halluziniert anscheinend. Aber gut. Ja, das macht der schon. Auch ganz einfach, aber es war ein guter Try, würde ich sagen. Jetzt hat der da hinten allerdings erstmal aufgeräumt. Hier mache ich mal eben die Rückseite. Rückseite schön. Das ist jetzt wahrscheinlich irgendwer, den ich nicht umbringen kann, doch hat gut geklappt. Ich meine, das finde ich zwar immer selber scheiße, wenn mir das passiert, aber man kann halt nichts dagegen machen. Es passiert halt einfach immer.
Okay, ich sehe einen Gegner. Wieso sehe ich nur einen Gegner? Wow. Alles klar, da ist noch jemand, der hat das schön gemacht. Der hat da ein bisschen eingefärbt. Wow. Das ist natürlich nicht so nice, was jetzt gerade passiert, aber wenn der Gegner hier natürlich mit den Bomben abgeht und mit den Bomben auch noch, ist schön, dass ich die immer sehe. Ich habe absolut keine Range, Alter. Aber es leckt ziemlich, kann das sein? Nice. War tatsächlich mal gut genutzt. Zum ersten Mal hier. Okay. Ach, es war die Bombe, schade. Das war billig. Das war mehr als billig. Ich werde jetzt mal schauen, wo ich noch einfärben kann. Einmal hier. Ich werde auf der Karte ein bisschen suchen, was ich noch holen kann. Das hier. Das ist zwar armselig, aber naja, mehr Punkte werde ich nicht kriegen. Hier ansonsten. Wir haben zwar über 600. Nein, haben wir nicht. 599. Und da hat tatsächlich, Alter, da geht es noch übelst ab in der Mitte, aber gewonnen haben wir es deswegen trotzdem. Ich hätte vielleicht nochmal irgendwie mit vorgehen sollen. Nee, wir können das nicht verlieren. Okay. Ehre ist wieder hergestellt. Wir haben auch eine positive KD, dadurch, dass ich da am Ende nochmal aufgeräumt habe. Schön. Auch wenn ich ja nochmal gestorben bin. Das war richtig nice auf jeden Fall. 5-2 und 899 Punkte ist vertretbar. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diesen Part. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es weitergeht mit den nächsten Amiibo-Missionen aus Welt 3 und natürlich auch dem dritten Boss. Es bleibt also spannend. Bis dahin. Tschüss.